Und hallo und willkommen zurück zu Terminator Resistance. In einer trosten Landschaft hier müssen wir nach Überlebenden oder zumindest nach Soldaten irgendwie vom Widerstand Ausschau halten. Ausschau. Und da bin ich mal gespannt, wie uns das hier so ein bisschen gelingt. Beziehungsweise, was die jetzt noch für geile Sachen offen halten. Da ist auf jeden Fall schon irgendwas kaputt. Also hier, nee. Da sind die wirklich schon so ein bisschen im Arsch. Muss die Lage echt checken, ne? Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier übelst was kommen kann. Aber den können wir nicht mehr nehmen. Also die haben ja richtig gekämpft. Ja. Bin mal eh gespannt, ob Connors noch hier voll am Tun und Machen ist, ne? Ob der sich wenigstens verschanzen konnte. Alter, was ist denn da los? Wir haben es nicht mehr ganz gesehen. Nur noch die Reste irgendwie. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt einer, ne, weil das Licht so anging, aber es war eben grafisch so dargestellt. Man muss auch das mal akzeptieren. If anyone's hearing this, please respond. Na, da wird sich keiner melden, glaube ich. Es ist eh so die Spiele, ne? So verkrisselt gemacht worden, ne? Weiß gar nicht, warum das so sein soll. Der ist auf jeden Fall heftig am Brennen. Oh Mann, ey, düster. Oh, was ist das denn? Ah, hier, der ist so ein. Oh Mann, so ein Bomber. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen leicht zu spät. Ah. Ne, Is kommen wir anyone nicht else hin. out there? Dass wir das nochmal machen müssen gegen so einen Panzer. HK-Panzer. God damn it. Wir finden hier aber auch gar nichts, ne? Hier ist aber auch noch nicht mal ein Gegner. Boah, und besonders, wenn ich jetzt sterben sollte, muss ich einen ganzen Scheiß, ja, den bescheidenen Weg nochmal. Richtig Bock drauf. Nicht so wunderschön. So. Hier bricht schon wieder irgendwas ein. Das wäre es ja auch, wenn die von der Brücke springen würden, ne? Boah, da würde ich mir wirklich ein bisschen einpinkeln. Hier ist gar keiner. Alt ausgebrannt, aber ein bisschen was konnten sie wenigstens niedermetzeln, ne? Unsere Jungs. Oh Gott! Wer ist da? Look, we got one. He's wearing a resistance uniform. Alter. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human! Alter. Ich habe mich richtig erschrocken. Ja, genau. Wir haben da keine Zeit. Einige Stunden später. Sorry about that, Sergeant. The infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. If we'd known that you were joining us in the North Division, that would have never happened. You know who I am. We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you'd come and bring those coordinates. How did he know I'd have them? That you'll have to ask him yourself. He's waiting for you upstairs. Oh, geil. Wir haben Hoffnung. Oh, was ist das denn hier? Was ist das für ein Grafik-Fauxpas? Heftig. Ich hoffe. Hey. Ist ein bisschen uncool. Ey, guck mal kurz, wie ich das wegkriege, ne? Ich melde mich gleich wieder. Ciao. So, Leute, ich habe jetzt geguckt. War, das ist hier einfach so. Das, keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe schon alles probiert. Wir laufen hier einfach mal und. Oh. Hoffen, dass der Schatten uns nicht frisst, ne? Ich habe so ein bisschen die Gefühl, ob spiele ich Alan Wake irgendwie. So, die sind hier alle noch. Voll cool dabei. Hier, Feuertonne und so. Boah. Ich hoffe, es stört nicht allzu doll. Ja. Ich bin der einzige Überlebende. Bin ja auch cool. Was gibt's denn hier? Kann ich hier irgendwas kaufen? Nee, hier kann ich nichts kaufen anscheinend. Oder ihn hier? Nee. Sieht er auch kaum was, ne? Ich muss immer nach links laufen. Oh.
Ich darf auch gar nicht, also hier so, so einen Schritt nach rechts gehen. Okay, Moment, ganz langsam umdrehen. Und der Vorhang wird gelüftet. Ja, ganz, ganz komische Sache. So, da ist Connarsson. Moin. Commander. Sergeant Rivers. I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Corps' coordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all. Are we preparing to attack the Corps? I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon, Skynet will realize that they're losing this war. So they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. Do we stand a chance? Thanks to the security codes that Mac provided, we've been able to seize control of an HK tank for the first time. It should give us the advantage against Skynet's defense grid. We'll smash it once and for all. I understand that all this might be confusing to you, so if you have any questions, now's the time to ask them. Was hast du mit deinem Gesicht gemacht? Bist du irgendwie in so einen Gitterrost gefallen, irgendwie vom Backofen? Oder was ist denn da hier so los da mit denen? Und besonders meine einzige Frage ist hier, warum habe ich hier denn so einen Streifen? Bitte. How did you know that the Central Corps wasn't at the observatory? Understanding the changing nature of time travel made me anticipate the most unexpected events. So when I learned from a mutual friend of ours that a Terminator was sent back to our time, I suspected the future I was told would change. What do you mean? When that infiltrator connected to Skynet, it warned them about the attack on the observatory. They had to move the Central Corps, otherwise they would lose again. Unfortunately, the intel we received came at a cost. But if there was any other way, I would have taken it gladly. Okay, wer ist der Fremde? Bestimmt ein guter Freund oder er selber? Who is the stranger? In one alternative future, we reached the time displacement equipment and sent our soldiers back in time. Like always, the mission was to assure the safety of the people Skynet marked for termination. One of whom was you. Knowing the importance of your mission, many volunteered to go back. So I took it upon myself to choose a protector from among them. And the one I chose was you. You are the one you call stranger. Ich selber? Oh Mist, ey, krass. Why am I targeted for termination? You're the one who discovered the true location of the Central Corps. You're the messenger of the intel that could lead to Skynet's downfall. I'm sure you'll figure out the rest when the time comes. But right now, I want you to get ready. Tonight, soldier, we stop Skynet. Oh, mit den Schatten der Enthüllung. Okay, gut. Ich bin der Fremde. Wir sind der Fremde. John Connor sah alles voraus, was dann geschah. Er wusste, dass Skynet versuchen würde, uns zu täuschen. Und er hatte den Glauben daran, dass ich ihm diese Koordinaten bringen würde. Der Name Connor war schon immer ein Synonym für Hoffnung. Und jetzt weiß ich auch warum. Ich glaube daran, dass er uns durch diese letzte Schlacht führen wird. Ich hoffe ohne Schatten. Wir haben immer noch einen Schatten. Warum haben wir denn Schatten? Gott, ey. So schattenreich. Ich hoffe... Then we better get ready. Ich hoffe, der geht noch weg, der Schatten. Der nervt nämlich richtig irgendwie. Okay. Okay. Moin. Schatti, Schatti, Schatti. Der ist nicht mehr so penetrant. Alter. Hier ist alles, was wir brauchen. Guck mal hier. Hoho. Ja, wir nehmen hier erstmal ein bisschen was mit. Hier, ja. Plasma Scope. Alles. Aber wir haben ja coole Waffen. Wir brauchen ja nichts Neues. Hier können wir noch ein bisschen was herstellen. Wir machen alles. Ah, scheiße, wir haben nicht viel, ne? Herstellen. Wir haben leider nicht genug. Das ist ein bisschen doof. Ah, shit. Hätten wir noch ein... Ne, hätten wir nicht. Okay, gut. Das ist ja wenigstens ein bisschen vorteilhaft. Los, komm. Sergeant Rivers, it's time. I want you to take a team of my soldiers and fight your way to Skynet's defense grid. We have to destroy those turrets to get to the TDE, but don't worry. We'll provide the support. It's in your hands now, Rivers. Follow me. Ja, klar. Ich hoffe ohne Schatten. Nein, der ist immer noch da. Oh Mann.
Musik, ne? Hört ihr das? Commander? Commander? Oh, ich bin so aufgeregt. Alter, so krass geile Scheiße. Oh, was ist das da hinten? Was ist das? Ist das das, wo ich hin muss? Oha. Der Schatten nervt mich richtig. Okay. Da rennt schon richtig viele rum. Und wenn's, bevor es weitergeht, ich probiere nochmal, weil das wird im Kampf richtig nervig sein. Also bis gleich, ne? Und dann geht's los. So, und da bin ich wieder zurück. Er hat irgendwie mit dem Vollbildmodus Probleme, ne? Jetzt bin ich Fenstermodus Vollbild, ne? Jetzt läuft's besser. Und dann können wir auch in die Schlacht jetzt eingreifen und wirklich mal gucken, dass wir hier ein bisschen was schaffen können. Hier ist noch alles safe. The defense grid, I see it. Oh Gott, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Waffen waren hier. Achso, 4 Scharfschütze, okay. Oh, wow, voll daneben, ne? Komm schon. So. Yeah, wenigstens den, ey. Ja, warum will er denn nicht? Der schießt nicht. Muss erstmal in Deckung gehen. Okay. Erstmal gucken. Der ist weiter weg. Hier gibt es ordentlich Munition auf jeden Fall. Yeah, Medikit. Alter, wir haben so viele Medikits, ne? Oh. Wir werden mal wechseln hier. Gut. Hier haben sie auch vernichtet. Nehmen uns noch. Hier muss er auch irgendwo. Ah ja, da. Geil. Einfach so. Oh, guck mal, da ist schon wieder richtig Action. Das sieht ihn schlecht. Oh, 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 oh. Okay, alles klar. Zeit für eine Rohrgranate. Watch the flanks! Drones! There's more of them! Oh! Da haben sie aber nicht viel getroffen, ne? Würde ich sagen. Commander, the first sector is secured. Geil. Continue the offensive. We're preparing to send in the tank. Ich sammle einfach mal ein, bevor... Also, man weiß ja nicht, ne? Vielleicht gibt es ja noch eine Werkbank oder sowas. Wir können ja irgendwas herstellen. Watch out! Zero in on that T-47! Oh! Oh! Irgendwie glaube ich, dass der Granaten hat. Oder Raketen. Aua, 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 aua. Ich will nicht sterben. Nicht schon wieder. Wir haben nichts. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yeah! Oh, Gott sei Dank, ey. Jetzt ist nur noch da hinten, ist noch einer. Alter.
Das macht ja richtig. Das ist wie Moorhuhn schießen. Kennt ihr das noch? Wo ist denn der eine? Push forward! Achso, der ist schon down. Das wäre ja mal richtig geil, wenn hier Granaten wären. Okay, einer. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Nee. Ah! Ich dachte, er läuft weiter. Scheiße. Ey! Das ist aber jetzt hier eine richtig miese Masche. Haha. So, weil wir wollten doch noch die Moon nehmen hier. Verdammte Axt. 43. Hey. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber ich glaube nicht so richtig. Huhuhu. Das war nicht schlecht. That's good to hear, Sergeant. The HK tank just went online. You've gotta keep going. Wozu ist das hier zu? Was macht ihr? Ariel, down it! Perfect timing! Oh! Alter. Hier ist doch gerade irgendwas mies abgestürzt. T-47 ahead! Two of them! Oh, schon wieder? Sergeant, I got a visual on the defense grid turrets. Alter, das dauert doch Ewigkeiten, bis ich die down habe. Besonders der da hinten, Alter. Okay, den haben wir schon mal. Komm schon. Den treffen wir nicht sauber. Den treffen wir absolut nicht sauber. Diese blöden Spinnen, ey. So viel Munition, ey. Übertrieben, ne? Wie viel Munition kann man denn mitnehmen? Wow! Komm schon, komm schon! Yeah! Commander, the defense grid is active. We can't go through. No way, no how. HK tank is on its way. Hold your position. Hold your position. Sergeant, we need backup. Hang in there. Wo sind die? Da. T-800 geht echt klar, ne? Also mit der Waffe merkt er selber. Oh, da sind ja auch noch welche. So, irgendwo hier ist noch einer. Da hinten läuft da. Oh, die kommen aber alle raus hier. Das Fliegevieh, wartet, macht mir platt. Oh, oh, oh. Naja. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt hier. Pull back! Pull back! Versteck dich? Kein Schicksal. Ich bin versteckt. Mami. Arschgesicht. Nein.
defense grid is smashed! River, yeah! We breached the defense grid, Commander. Good. That HK will accompany you. Proceed forward. Remember, this is not over yet. Ah, nee, 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 nee. Das wird hier nie vorbei sein, glaube ich. Check your fire! That tank is ours! Ach so. Das ist unser. Krasse Kacke, ey. Alter, los, komm, 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 komm. Ich nehme mal ein Medikit, ey, was soll denn der Geiz? Oh, wir können gar nicht. Moment. Doch. Komm, kein. Ey! Das kann ich! Aber ich kann mich nicht heilen. Warum denn nicht? Das ist doch heilen. Ich kann mich dreimal heilen. Stopp mal. Hä? 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 Nein, warum den? Den hier und so. Ich kann mich trotzdem nicht heilen. Warum kann ich mich nicht heilen? Oh, er ist weg. Vielleicht bringt's was. Du weißt ja nie, was noch kommt. Oh, ich habe ja voll Leben. Herzlichkeit ohne Animation. Das ist der Trick. Ah, keine Bämmchen. Schade eigentlich. Wir müssen hier erstmal hin. Alter, was macht der denn? Ich hab so ein bisschen Angst, ne? Alter, was für ein mega Vieh. I just received intel from the 124. They've located the central core. It was at the coordinates you gave. They'll strike soon. Continue with the offensive. Na, hier sind sie. Ein paar Rohrgranaten. Nee. Okay, alles klar. Ja, da hätte ich ja mal ein paar Dinger kaufen. Yeah! Mann, wir sind ja dermaßen überlegen, ey. Oh. Yeah, ich krieg eine Animation. Geil! Was machst du denn da? Du bist schon wieder ein Arschgesicht. So, jetzt aber. Kommen schon wieder neue. Boah, ich will meine Rohrgranaten nicht so opfern. Tschüss. Da kommen ja wieder welche. Wir jetzt? Küste. Ab geht die Luzi. Oh. Oh Mann, River, danke. We just got a reading that Skynet's trying to activate time displacement equipment. They know they're going to lose this war. You need to hurry. Everyone, on me. Ja, ja, klar. Und die rennen alle vor. Ich sag auch noch, alle zu mir. Und die rennen alle vor. Aber klar, die Mission zählt, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. This is it. That's the lab they keep the time displacement thing. Spread out. Boah, da ist ein HK-Panzer. Fuck. Muss ja mal den hier kaputt machen. Oh. Wie soll ich denn den Panzer plätten? Klar, jetzt haben wir ein paar bessere Möglichkeiten. Komm schon, komm schon, komm schon.
Hat nicht jener Granatenwerfer bei oder so? Oh, was war das? Das ist noch ein zweiter, wa? Oh! Moin! Fall doch! I repeat, PDE just went online. Rivers, there's no stopping now. Silverfish, take cover! It's happening! Skynet's starting to send Terminators back! Suppressive fire! The first Terminator just went through! Soll ich den denn platt machen? Another one. We're almost there. Hier ist doch unser. Mach den platt da jetzt. Oh Mann, ey. Wo soll ich denn hin hier? Autsch. The third Terminator has been sent. I repeat. The third Terminator has been sent. Irgendwas mit dem dritten Terminator. They're heading this way. Oh. Mission abgeschlossen. Oh, ich weiß gar nicht, was wir machen. Es macht alles so viel. Was ist da los? Komm schon. Aua. Alter. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Der Zentralkern, geile Scheiße, geil. Wir haben es geschafft. Oh, guckt ihr dann, alle fallen vom Himmel, die ganzen Drohnen. Oh, so geil. Oh. Er hat die beste Landung genommen. Yes, Mann. So muss es sein. Wir haben die Terminator besiegt, ey. Boah, geil. Und jetzt? Was folgt jetzt? Yeah, Connors, ne, du bist ja mal stolz, ne? Du bist mal richtig stolz. Wir haben es geschafft. Commander, what's going on? The 124 destroyed the central core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the core, Skynet managed to send three Terminators back in time. The only thing in our power now is to send the Protectors to meet them. Protectors? The ones that will assure the safety of the people marked for termination. The first protector has to be Sergeant Kyle Reese. He'll go after the T-800 that's targeting my mother as we speak. By killing her, Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. T-1000? A Terminator made of mimetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. Okay. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? I do. You want to send a Terminator to protect your younger self? Won't you be afraid? I will be. Then, there's the matter of the infiltrator that was sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. But I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believe that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it and protect the ones you care about. So, what will it be then? Ja. I'll do it. Okay.
Was soll man machen, Menschheit, ne? Let's hope I won't get killed this time around. Let us begin then. Ja, das Ziel ist viel größer als ein einzelner. Boah, Gänsehaut-Feeling. John Connor prepared the time displacement equipment to send protectors back in time. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. A resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. The second one was not a man, but a Terminator. Using the chip Dr. Mack reprogrammed, we took control of a single infiltrator unit, Cyberdyne Systems Model 101. It was sent back to 1995 to intercept the sole T-1000 prototype and protect a young John Connor. I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself. It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us live to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. I lied to Erin about her husband to make her leave the shelter. I saved her life. But at what cost? Was it my place to intervene and give her false hope? Ryan was kicked out of the shelter because of me. I hope that one day I will have a chance to explain to him why I did that. Jennifer and Patrick left before the attack. I'm glad I convinced her to leave. I hope that our paths will cross sometime soon. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. And as for me, it was time to start over. Listen to me if you want to live. Geil! Das war Terminator Resistance, entwickelt von Theon, Leitung von Pietro Tatovacavaca. Er hat bestimmt total Tatocha. Tollen Namen. Ja, war ein sehr nettes, kleines, ja, großes Spiel, ne? Mehr drinne als gedacht. Haben sie sehr schön gemacht, sehr schön verpackt, ne? Stimmungsvoll. Manche Passagen, die waren echt gänsehautreibend, könnte man fast schon sagen. Und andere waren wiederum so, ja, da hat ein bisschen so Content gefehlt. Aber sonst so im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden für dieses kleine Spiel. Ja, und deswegen, mal gucken, vielleicht machen sie noch eins. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, ne, wenn es genauso reinballert wie Terminator Resistance. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin euer Sioni. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir irgendwie wieder was Schönes haben. Also bis dann, ciao.